vorne ist Muni, er bewegt sich noch und... Mist, falsche Waffe. Ach, das war Lugo, Entschuldigung. Ach, er hat es gerade hinter sich gebracht. Keine Sorge, die kommen wieder. Hey Arschgesicht, die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Er ist nicht der Einzige. Na denn, bin ich mal gespannt, ob Captain Conrad auf uns aufmerksam geworden ist oder wer auch immer. City Gate ahead. Da müssen wir gleich hin. Hier beginnt wieder eine dieser Straßen. Evacuation Assembly Point. Geheiminfos. Ah, guck mal hier. Man kann es nicht als Sturm bezeichnen. Ich kenne keinen Sturm, der einem Auto den Lack runterbläst. Es ist Sand, der mit 100 Sachen angeschossen kommt. Der Glas zerschmettert, die Haut zerfetzt und die Lunge verstopft. Selbst die von uns, die überlebt haben, haben nur noch das, was sie am Leib tragen. Die 33. kontrolliert die schmalen Wasservorräte. Einige Zivilisten wollten sich gestern mit Gewalt Wasser holen. Der Colonel hat sie erschießen lassen. Sie wollte mich zwingen, zuzusehen, aber sie wollten nur am Leben bleiben. Aber hätten sie Erfolg gehabt, wären noch mehr gestorben. Ich weiß nicht, wie es ist, die Erschießung von Leuten anzuordnen, die man beschützen soll. Aber Conrad weiß es. Und er redet im Moment mit keinem mehr. Oh ja, das ist natürlich so irgendwie die Geschichte des Verrücktwerdens hier, ne? Wenn es dann hart auf hart kommt, erschießen sich dann alle gegenseitig und Colonel Conrad muss natürlich mit seinen Entscheidungen irgendwie leben. Und das kann ihn natürlich auch verrückt gemacht haben. Wissen wir nicht. Aber mag durchaus sein. So, wir sehen schon, auch Adams und Lugo sind ganz schön mitgenommen hier. Auch die haben ordentlich eingesteckt in der letzten Zeit. Wir ja auch. Man sieht ja schon, dass wir hier ganz schön mitgenommen aussehen. Und noch mehr Leichen. Er führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar rieche ich das. Nein, nicht das. Bitte was? Wow. Weißer Phosphor, heilige Scheiße. Alter Verwalter. Krasse Scheiße. Sind ich tot? Ach, das ist ein Heavy. Shitte. Wie wär's mit einer Haftbombe für dich, mein Freund? Bitteschön, mein Freund. Ja, ich glaube, das sollte ihn auch in die Luft sprengen. Was soll das? Die Leute waren Alter. Der Kampf war vorbei. Es ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Boah, wie krass das inszeniert ist, ne? Diese Phosphoreffekte hier, krasse Scheiße. Das ist wirklich ganz, ganz übles Zeug. Verbrennt die Leute bei lebendigem Leib. Und dann gehen die hier nochmal drüber und töten die anderen. Harte Scheiße, die hier abgeht, auf alle Fälle. Und wir stecken mittendrin. Ich glaube, ich tausche mal das 417 wieder aus. Wenn ich etwas mehr Munition habe.
Oder ich nehme die M4. Scout Tactical ist hier auch noch, aber das nehme ich eher nicht. Das ist wirklich nur für Fernkampf gedacht. Ah, nochmal Geheiminfos. Nur zu, sprechen Sie Ihren Namen ins Aufnahmegerät. Al. Pete Gobi, Private First Class. Danke, Pete. Also, die große Frage, die zu Hause alle stellen, ist, warum? Das Rote Kreuz, das Pentagon, der Präsident, alle haben die Fliege gemacht. Warum bleiben Sie? Ich bin von der High School zur Army. Ich wollte nicht in den Krieg oder so, aber dann bin ich bei der 33. gelandet und plötzlich war ich zweimal in Afghanistan. Was wohl ein ziemliches Desaster war. Na und ob? Ich weiß nicht, wie oft wir auf dem Weg zu einer Scheißmission Kinder gesehen haben, die sich um Müll geprügelt haben. Und als der Colonel gesehen hat, hier kann man was bewirken, da hat er zugegriffen. Und was ist mit denen in der Heimat? Die sie Deserteure oder Verräter nennen? Die können mich mal. Ich wäre auch gern zu Hause, ehrlich. Ich habe eine Tochter, die ich seit Weihnachten nicht mehr gesehen habe. Die liegt jetzt friedlich in ihrem Bettchen und ist in Sicherheit. Die Leute hier haben nicht so viel Glück. Sollen wir die etwa im Stich lassen, nur weil wir Heimweh haben? Nee, ist nicht unsere Art. Sie vertrauen dem Colonel also in dieser Sache? 110%ig. Der Colonel ist ein großer Mann. Und wenn ich ein Verräter bin, weil ich zu ihm halte, dann soll es so sein. Gut, also blindes Gehorsam gegenüber dem Colonel. Was ja irgendwo gerechtfertigt erscheint, aber meine persönliche Meinung, ganz ehrlich, in so einem Krisengebiet mit so einer großen Armee kann nicht wirklich helfen. Also, denn man ist voll bewaffnet und alle wollen irgendwie Vorteil aus der Situation ziehen und was da passiert ist, das hat man ja hier schon gesehen. Nun denn, wir rücken jetzt weiter vor. Wir versuchen einfach nur Klarheit hier in die Sache zu bringen. Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein, ich hab nichts getan. Nanu. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift? Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um Ihrem Partner Agent Ricks zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los! Nein! Scheiß drauf! Ich schalte ihn aus! Warte den Befehl ab! Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission, die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain, wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. So, ich habe mich jetzt für Gould entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich Lugos Argumentation ein Stück weit logischer finde. Da oben ist der Arsch. Na toll, da habe ich jetzt natürlich die schlechteste Bewaffnung. Schwere Truppe! Macht schnell, Jungs, gut!
Scheiße! Ja. Hilf ihm! Okay, ich übernehme ihn! Werfer-Handgranate! Werfer-Handgranate! Und tot! Und keine Chance gehabt, denn ich stand an der absolut falschen Position mit der absolut falschen Waffe. Da ging nichts. Ja, super. Na, klasse. Ja, klasse, dass wir auch ein Magazin für unsere für unser Sturmgewehr haben. Das ist natürlich absolut zu wenig. Ja, und jetzt? Ich lade, habe ich wahrscheinlich dasselbe im Grün. Das können wir hier mal überspringen, das kennen wir ja schon. Ja, nee, das brauchen wir gar nicht anfangen hier. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? I know, dass wir freie Bahn haben. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist... Gould kann warten. Bleibt hinter mir. Moment, wir warten, bis sie weg sind. Okay. Okay. Ich rede. Aber hören Sie auf. Das Aquatic Coliseum. Riggs plant einen Angriff. Wann? Wie? Ich weiß nicht. Das reicht mir nicht. Nein, warten Sie. Ich weiß nicht. Verdammt, was macht er? Genau, was ich gesagt habe. Jetzt hat er ihn umgebracht. Soll er verrotten? Los! Jetzt haben wir uns mal andersrum entschieden. Also los. Immerhin müssen wir uns jetzt hier nicht hier durchballern. Soldat vor uns. Ich mach das. Dann mach mal. Plock. Okay. Nimm seine Waffe, Walker. Die hat einen Schalldämpfer. Noch ein Soldat. Cool bleiben und mir nach. Wir machen ein bisschen Stealthy hier. Da ist der Soldat. Scheiße. Was war das? Walker, schalt den Leiser aus. Ich gebe dir Deckung. Okay, haben wir gemacht. Gut gemacht. Los, mir nach. Ja, ist ja gut, Junge. Jetzt haben wir die offene Konfrontation erstmal vermieden hier. Muss natürlich nichts Schlechtes sein. Und wie entscheiden wir das? Wir könnten Strohhalme ziehen. Im Ernst? Der einzig faire Weg. Such dir das Ziel aus. Aber mach halt. Darfst sie auch halten, ich trau dir. Hast du überhaupt Strohhalme? Nein. Klack, und da wären beide weg. So, jetzt haben wir immerhin diese beiden Zivilisten gerettet. Alles okay jetzt. Das wäre ja auch schon mal was. Die beiden hauen jetzt erstmal ab, wie es scheint. Na los! Haut ab! Nach der Zeitverschwendung hier sollten wir mal nach Gould sehen. Immer ruhig, Lugo. Das kommt noch. Alle Soldaten sind tot oder fort. Wir sollten außer Gefahr sein. Hoffentlich. Hoffentlich hast du recht. Es wäre jetzt ein Desaster, wenn es anders wäre und wir gleich hier beschossen werden. Aber ich ahne schon wieder irgendwie Böses. Ich möchte auch am liebsten direkt ans Geschütz. Naja. Schauen wir mal. Ja, ich denke, mit Gould ist jetzt nicht mehr viel. Der wird wohl ziemlich tot sein. Scheiße, er ist tot! Und was machen wir jetzt? Was zum Teufel ist das? Eine Karte. Ich schätze Goulds Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Gould war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Okay, vorwärts. Bewegung. Wir sollten uns um die Leiche kümmern. Keine Zeit, Lugo. Ist zu heiß hier.
Soll das ein Witz sein? Wir sind schuld an Ghouls Tod. Er war selbst schuld, verdammt. Du bist schuld, weil du mich nicht hast schießen lassen. Es war eine Selbstmordmission. Das heißt nicht ohne Grund so. Wenn ich hier drauf gehe, lässt du mich dann auch liegen? Weiter so nervst, ja. Ich erschieße euch beide, wenn ihr jetzt nicht das Maul haltet. Los, weiter! Na gut, dann geht's jetzt weiter für uns. Hallo, was macht er da? Okay. Na los, kommt schon, Leute. Durch die Absperrung und los geht's. Hallo, kommt her! Bam. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Gould. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Gould vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Boah. Meinst du, ich will gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Tja. Ja, und damit... Wo sind wir hier? Nach Ghouls Karte liegt das Gate direkt vor das Tor. An alle Jungs in Braun draußen im Radioland. Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Agent Gould ausgecheckt hat. Die Nächsten in unserem Countdown? Agent Riggs, sowie Captain Walker und die Delta Boys. Also dranbleiben, wachsam bleiben und viel trinken. Radio Man, Ende.